Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei 7 Days to Die in einer neuen Aufnahmesession. Und wir befinden uns jetzt in der Alpha 11.4. Gab ein paar Hotfix, was auch zumal, sage ich mal, wichtig war mit dem ganzen Laden und so weiter. Weil es da ziemlich lange gedauert hat, das Spiel zu starten. Das haben sie auch behoben. Ein paar Kleinigkeiten, aber nichts Nennenswertes, sage ich mal. So, wir hatten zuletzt, hatten wir die Plattform gesetzt. Wir waren dabei, Capstone Frames eigentlich zu machen. Dafür brauchen wir mehr Zement. Ja. Aber ich würde sagen, erstmal Gras sammeln. Stickies können wir eigentlich auch mal machen, ohne Ende. Machen wir damit, in der Zeit, während wir Gras sammeln. Ich hau da mal munter den Hammer kaputt. Ich finde, der Hammer eignet sich immer noch am besten zum Gras sammeln. Weil bei der Hoe, ich weiß ja nicht. Da haben wir ein Schwein. Könnte ich eigentlich mal erlegen. Aber ich lasse es jetzt mal. Ich glaube, Essen haben wir noch genügend. Haben wir keine Ausdauer mehr. Komm, was soll's. Bleib stehen, Schweinchen. Und noch ein letzter Schuss. Schweinchen erlegt. Ich nehme mal die Hau einfach mal mit rein. Ich finde, die ist halt saulahm geworden. Klar, die ist immer noch gut, aber ich finde sie von der Geschwindigkeit her total lahm. War mal wesentlich schneller. Und schon keine Ausdauer mehr. Das ist auch der Nachteil bei der Hoe. Allgemein ist Ausdauer unser Problem. Wir können ja schon mal Capstone Frames herstellen. Ich nehme jetzt auch wieder mit dem Großmembran auf. Letzten Mal habe ich immer auf die Schnelle mit dem Headset aufgenommen. Hat zwar auch eine gute Soundqualität, aber kommt nicht an das Großmembran dran. War da so ein bisschen faul, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ich komme ja meist nur am Wochenende zu einer längeren Aufnahmesession. Und in der Woche nehme ich dann halt immer schnell mit dem Headset auf, als das Ganze hier anzuschließen. Aber jetzt nicht. Ich will auf jeden Fall schauen, dass ich die Mauer mit Capstone, also eine Capstone-Frame-Mauer mache, weil die stabiler ist, mit Stacheldraht dran, denn dadurch sollen keine Gore-Blöcke entstehen. So habe ich gelesen. Wenn das so stimmt, ist das wirklich hervorragend. Brauchen aber noch mehr Gras, kommen wir gar nicht drum herum. Die Ausdauer geht so schnell weg hier bei der Hoe. Aber okay, selbst ohne Ausdauer funktioniert es. Also von daher ist das ja gar nicht mehr so verkehrt. Mit einem Schlag. Habe ich zu früh gemeckert. Also ist die Hoe immer noch sehr gut zum Gras abschlagen. Klar ist jetzt nicht natürlich nicht sehr spannend, aber Action hatten wir schon mehr als genug die ganzen Folgen über. Jetzt geht es halt mal ums Bauen und um die Beschaffung der Rohstoffe.
Dann müsst ihr jetzt genauso mit mir leiden. Okay, aber jetzt, wo die Haue so langsam kaputt geht, braucht man dann doch zwei Schläge. Müssen wir die mal reparieren. Das Ganze machen wir dann mal so. Eine Armbrust sollte ich vielleicht auch mal ausprobieren. Die ist ja jetzt auch anders. Vielleicht ist das dann mit der Flughöhe besser als mit dem Bogen. Ich weiß es nicht. Die Haue nehmen wir mal wieder mit und wir machen noch mehr Cobblestone Frames. Solange wir noch Stickies haben, können wir das noch machen. Also ein bisschen was geht noch. Und Gras haben wir noch genügend in der Umgebung. Stellt nicht das Problem dar. Dann ist das Gebiet hier bald wirklich sehr nackig. Ich finde es wirklich immer wieder schön, das jetzt zu sehen, wie sich Seven Days to Die verändert hat von der Grafik her. Das ist wirklich sehr schön. Aber ich finde es wirklich schade, dass jetzt immer wieder von Alpha 12, Alpha 12, Alpha 12 geredet wird. Ich habe noch nicht mein erstes Haus, verdammt. Ich hoffe, die lassen sich da noch ein bisschen Zeit, damit wir zu etwas kommen. So, wie sieht's aus? Können wir noch mehr herstellen, jetzt haben wir keine Stickies mehr. Dann passt es ja soweit. Dann haben wir erstmal Cobblestone Frames genug. Dann müssen wir mal schauen, dass wir Gravel holen. Da habe ich den Tipp bekommen. Vielen Dank nochmal dafür, dass man mit der Schaufel Gravel viel schneller und effektiver abbauen kann. Das werde ich dann auch mal nutzen. Natürlich werde ich das nutzen. Also vielen Dank für den Hinweis. Das wusste ich bisher nicht. Man lernt hier in Seven Days to Die niemals aus. So, diesmal ist uns nichts kaputt gegangen an Mais. Freut mich. Machen wir. Können wir doch hier eigentlich so eine kleine Gartenkiste hinmachen, oder? Ist ja erstmal vorübergehend unser Garten hier. Ah, nur das dauert jetzt hier gerade noch. Brechen das mal kurz ab. So, und jetzt mache ich mal eben eine. Wie war das denn nochmal? Ach Mist, ich gebe es einfach ein. Eine Chest. Ach so rum war das, okay. Ich habe es vergessen. So, und jetzt machen wir weiter in Cobblestone Frames. Kann jetzt ruhig alles da ummachen, wie es fröhlich ist. Kiste gesetzt. Mais. Legen wir mal drei ab, was wir daraus wieder Setzlinge machen können. Die Hau legen wir mal dazu. Gras jetzt einfach auch mal. Oder ne, Gras nehmen wir mit, brauchen wir auch für Fackeln und so weiter. Oh, ich sollte hier nicht so schnell, denn wir kennen das. Fuß, Verstauung und so weiter hatten wir ja schon alles. Also Knöchel verstaucht. Ist nicht so gesund. Maple Seeds. Mais. Dann brauchen wir Kartoffeln. Ich bin am Überlegen. Wir lassen. Ach komm, wir nehmen die alle mit, machen daraus dann Seeds. Was soll der Geiz?
Ja, komm, machen wir das jetzt erstmal. Ich kann ja mal Bäume auch noch setzen. So, dann machen wir das mal eben. Kartoffel hier, Kartoffel da und hier. Die sind immer noch da zugange. Legen wir das mal wieder kurz weg. Machen wir mal lieber hier mal eben das. Oh, 28. So reicht das. Das können wir dann wieder runterbringen. So reicht das eigentlich auch. Wir können das hier noch so ein bisschen erweitern, sogar doppelt machen, ist ja auch kein Thema. Machen wir doch mal schnell. Können wir daraus auch noch mal eben Mais machen. Na komm schon. Das ist jetzt schon wieder so komisch. Es ging doch mal eine Zeit lang direkt. Jetzt geht es auch wieder direkt. Aber wieso hat das hier so eine komische Färbung? Ah, jetzt. Ah, jetzt geht es auch direkt. Jetzt wiederum nicht, also echt komisch. Ich verstehe das nicht so ganz. Also manchmal funktioniert es direkt, manchmal nicht. Den Kram machen wir hier mal weg. Na komm schon. Wenn das hier alles schneller gehen würde, dann wäre das hier kein großer Akt. Ja, eins noch. Und hier auch noch eins. So, reicht vollkommen. Können wir jetzt munter pflanzen. Mais natürlich auch erneut setzen. So, und haben sogar noch ein bisschen Platz übrig, wenn wir dann wieder Kaffee haben und so weiter und so weiter. So. Nehmen wir den Bogen mal wieder darunter, so wie es eigentlich sein soll. Die Hau kommt weg. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte die Seeds setzen. Wir dann irgendwann hier ein paar Bäume vor der Tür. Ruhig Blut, nicht die Beine brechen. So, dann die Axt brauchen wir momentan nicht. Ich will mir mal eine richtige Schaufel machen. Das dürfte ja kein Problem sein. Da haben wir sie auch schon. Können wir nämlich gut Gravel abbauen. Und Cobblestone Frames können wir ja auch noch zu Ende machen. So. Kartoffeln. Stickies auch weg. Wollen wir doch mal schauen, wie das jetzt mit dem Gravel hier funktioniert. Viel geschafft haben wir jetzt nicht, das weiß ich auch, aber... Oh. Oh, wesentlich schneller. Vielen Dank für den Hinweis. Das ist ja jetzt ein Genuss. Das ist ja jetzt wirklich angenehm.
Da bin ich echt dankbar für den Hinweis. Ja, natürlich die Ausdauer. Das ist halt das Problem. Die Ausdauer geht so schnell weg. Ich weiß echt nicht. Also das dauert ja ewig und wir dürfen auch keinmal sterben, bis wir das dann wieder in den Griff kriegen. Oh, 76. Das ist eher lächerlich. Kaffee haben wir auch nicht da. Kaffee hatten wir das letzte Mal verbraucht. Jetzt können wir mal gucken, wenn wir... Capstone Rocks... Da brauchen wir Destroyed Stones. Brauchen wir gar kein Gravel für. Gravel war, glaube ich, für Beton. Stimmt. Also Steine oder Destroyed Stones. Und Destroyed Stones wissen wir, wo wir herbekommen. Im zerstörten Biom. Aber Steine brauchen wir dennoch. Wie sieht es denn aus? Gravel könnte man ja auch verbrennen. Aber wiederum, Destroyed Stones kriegt man ja auch schnell zum Verbrennen. Also von daher finde ich das ein bisschen zu schade, ehrlich zu sein. Lassen wir das auch. Ja, das bedeutet, wir brauchen Destroyed Stones. Das bedeutet, wir müssen zum zerstörten Biom. Aber ich wollte auch gucken wegen der Armbrust. Gucken wir erstmal danach. Crossbow. Stickies, Metalldingen kriegen wir locker zusammen und Lederstreifen. Also bearbeitetes Leder. Stickies kann ich mir eben ein paar noch zusätzlich machen. Das ist auch kein Thema. Brauchen ja nicht alle bearbeiten, das reicht ja schon vollkommen. Und das hier brauchen wir noch. Gut, dann werden wir jetzt mal wieder einen Crossbow haben. Erster in dieser Staffel. In der alten Staffel haben wir den ja immer genutzt. Aber jetzt auch ohne Visier. Fragwürdig. Ich weiß halt nicht, wie sich da die Fluglage verhält mit den Armbrustpfeilen. Das ist nämlich auch das nächste Problem. Die kann man reparieren mit Sticks. Gut. Federn, ganz normal. Haben wir aber, glaube ich, gar keine da. Doch, haben wir. Knochen haben wir auch da und Steine auch. Dann können wir mal ein paar Pfeile machen. Gut, dann legen wir mal den Bogen weg. Da haben wir ja schon drei Bögen. Und die Pfeile weg. Nutzen wir jetzt lieber mal die Armbrust. Mal was anderes. So. Was wäre das? Achso, wir können ja noch daraus welche machen. Stimmt. Jetzt können wir die Steine wieder weglegen. Das können wir auch alles weglegen. Nehmen wir mit zum Reparieren. Die Schaufel bringt, glaube ich, nichts bei Destroyed Stones. Da können wir ganz normal die Pickaxe nehmen. Ist ja, glaube ich, nur ein oder zwei Schläge höchstens. Da langt uns ja das hier. Und einen Ausflug zur Stadt möchte ich ganz gerne auch mal wieder machen. Damit wir die Stadt mal komplett abgeschlossen haben. Woodframes haben wir. Wir brauchen halt wirklich nur die Cobblestones. 40 Pfeile ist nicht viel. Aber es ist noch früh. Wir haben Zeit, wir können losgehen zum zerstörten Biom, ein bisschen Destroyed Stones holen, so 64 Stück, das wird ja erstmal lang. Aber ich würde sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge von 7 Days to Die, nämlich schon übermorgen.
Und wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal da mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss.